Dieses Spiel hat mich schon eine ganze Zeit lang angelächelt. Ich hatte irgendwann mal einen Videoausschnitt gesehen und es hatte mich sofort angesprochen. Die Farben, die Stimmung, irgendwie war das alles nach meinem Geschmack. Kürzlich ist das Spiel endlich als Handheld-Version in meine Sammlung gewandert. Höchste Zeit also, dass ich mir das Ding mal genauer anschaue. Was taugt Phantasy Zone für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Sanritsu entwickelt und von Sega selbst bei 1992 veröffentlicht. Die USA und Japan bekamen das Spiel schon ein Jahr früher. Das Spiel wurde ursprünglich 1986 als Spielehallenautomat veröffentlicht und wurde seitdem auf diverse Systeme der Zeit portiert. Darunter zum Beispiel der Neo Geo und das Master System. Die Story ist natürlich eher, vergessbar. Aliens kommen, um Geld zu klauen. Das geht natürlich gar nicht und so bekämpft die Invasoren natürlich. Das Spiel ist ein Shoot'em'up, welches sich aber nicht so spielt wie andere Vertreter des Genres wie die R-Type-Serie zum Beispiel. Auch hier steuert ihr ein kleines Raumschiff durch die Luft und müsst Gegnerhorn mit euren Bordwaffen bekämpfen. Soweit also, so gut. Die Level scrollen aber nicht automatisch von links nach rechts oder von unten nach oben. Ihr könnt euch frei von links nach rechts bewegen. Eure Aufgabe ist dabei immer gleich. In jedem Level befinden sich große Monsternester, die immer mal wieder Fieslinge ausspucken. Eure Aufgabe ist es nun, diese Nester zu finden und zu zerstören. Habt ihr sie alle erledigt, kommt es dann noch zum Bosskampf und danach logischerweise zum nächsten Abschnitt. Angriffsarten habt ihr dabei zwei unterschiedliche. Einmal eure Hauptkanone und Bombenangriffe, die schräg nach unten fliegen und besonders viel Schaden machen. Das könnt ihr natürlich nicht ungestört machen, da es neben den von Nestern generierten Gegnern natürlich auch andere Flugformationen gibt. Also seid ihr ständig dabei auszuweichen, schießen und die Nester zu suchen. Noch eine Konvention des Genres fehlt bei diesem Spiel. Es gibt keine einsammelbaren Upgrades. Das mag jetzt etwas verwunderlich klingen, aber das wurde hier etwas anders geregelt. Bosse und Nester lassen Münzen fallen, die ihr einsammeln könnt. Ist damit euer Konto gefüllt, könnt ihr am Levelanfang einen Einkaufsladen besuchen und euch dort mit Upgrades versorgen. Diese beinhalten unter anderem neue Antriebe, damit ihr wendiger seid, neue Waffen und Bomben und sonstige nützliche Sachen wie zum Beispiel einen Schutzschild. Letztere sind sehr wichtig, da ihr sonst immer nach einem Treffer sofort sterbt und dann auch eure Upgrades verliert. Das Spiel ist dabei herrlich bunt und skurril gestaltet und jedes Level hat eine einzigartige Optik. Monsternester in Schneemannsform? Warum nicht? Ich mag diesen Stil einfach, da er unverbraucht ist und sich nicht selbst allzu ernst nimmt. Auch der Umfang ist mit seinen 7 Leveln okay, wobei es leider kein Passwortsystem gibt. Das wäre sehr schön gewesen, weil das Spiel genre-typisch eher schwer ausfällt und sich dadurch die Spielzeit etwas streckt. Die Grafik geht für ein Handheld voll in Ordnung. Alles ist schön bunt und fängt diese Vorlage sehr gut ein. Wenn allerdings etwas mehr auf dem Bildschirm los ist, kommt es zu Slowdowns. Das Spiel bleibt aber dennoch immer gut spielbar. Ebenso steht der Sound da. Die einzelnen Level wären perfekt untermalt. Was taugt Phantasy Zone für den Game Gear also heute noch? Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich hatte definitiv meinen Spaß damit und wie anfangs schon erwähnt, mag ich einfach diesen fröhlichen, bunten Stil des Spieles. Ich kann das Spiel für jeden Shoot'em'up-Freund empfehlen, der mal einen etwas anderen Kniff probieren möchte. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Phantasy Zone für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten, ihr fantastischen Menschen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.